Tag, es ist Montag, der 8. Februar 2016 und ich werde diese Woche 2 Tage frei haben, 2 Tage am Stück. Es ist unglaublich. Außerdem ist heute Montag. Yes! Cookie, hol den Stock, geh los, hol den Stock. Ja, fein. Das erste Mal, dass ich diesen Stein hier am Strand sehe, weil das Wasser so weit zurück ist. Cookie? Die Möwe da ist größer als du. Guck dir mal an, der dreht. Jetzt wird es aber windig. I kick around drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased. Well, no, no. Kick around drinking moonshine. Sehr leer der Strand heute. Auch ein Grund, warum ich den Montag mag. I pour a sip on the concrete for the deceased. Well, no, no. Mailtime, die Post war da. Und jetzt schauen wir mal, was es gibt. Hundefutter, Gott sei Dank. Hundefutter ist hier. Was für mein Bart. Die Merkwürdigkeiten von gestern gehen heute weiter. Eben am Fußgängerüberweg hat das erste Mal ein polnischer Kraftfahrer angehalten, als ich da stand. Das ist in Polen nämlich nicht Pflicht und deswegen machen sie es hier auch nicht. Daher sollte man immer darauf achten, wenn man am Fußgängerüberweg ist und einfach übergehen will, welche Autos da ankommen, vor allem welche Kennzeichen die haben. Irgendwie ist zwar gute Laune beim Montag ist, aber irgendwie ist die Lethargie, die ich sonst an einem Sonntag habe, heute erst da oder schlägt heute nochmal richtig zu. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich einen Tag frei brauche. Oder endlich wieder frei brauche. Letzte Woche nur einen Tag frei, davor die Woche nur einen Tag frei die Woche. Naja, glücklicherweise ist es morgen soweit. Ich habe morgen frei und übermorgen frei. Also wenn ihr das seht, heute frei und morgen frei. Dienstag und Mittwoch. Mal sehen, wie heute wird auf Arbeit. Ich hoffe, heute wird ein bisschen ruhiger. Aber naja, mal sehen.
Schönste allerdings. Das Video war heute Morgen fertig. Er hätte um 9 nicht, aber ich hätte um 10 veröffentlichen können. Und beim letzten Bearbeiten, beim letzten Rendern, fängt der Rechner an zu spinnen. Festplatte voll und ich weiß nicht, wie alles gelöscht, was ich löschen konnte. Zeigte meine Falle an. So ganz merkwürdig. Er hasste den Mac dafür, dass er sich so zumüllt immer. Feierabend und ich war schon duschen und jetzt nehme ich hier den restlichen Teil vom Video auf und dann setze ich mich ans Video und dann habe ich frei. Morgen und übermorgen, Dienstag und Mittwoch. Und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich weiß mit 2 Tagen frei gar nichts mehr anzufangen. Was macht man, wenn man 2 Tage frei hat? Ich weiß es nicht. Und ich wüsste auch jetzt nicht, was ich aufnehmen sollte, wenn mir nicht gerade zufällig wieder eingefallen ist und weil ich es irgendwo gelesen habe, bei Jens, dass Instagram ja jetzt erlaubt, mehrere Accounts anzulegen. Und das ist super. Ich muss ja jetzt mal einen Kaffee machen. Kaffee. Kaffee gemacht. Ich habe gerade überlegt, ob ich das alles schon aufgenommen habe, aber habe ich noch nicht. Ich habe nur auf Snapchat eben das schon mal erzählt. Snapchat, mir folgen bitte. Und zwar hier irgendwo blende ich jetzt den Snapcode ein. Ansonsten nach Thima suchen. Ne? Thima, T-H-I-E-M-A. Und achso, und bei Beam übrigens auch als Thema. Wer Beam hat, ruhig mal gucken. Instagram erlaubt also mehrere Accounts, was ziemlich cool ist und ein ziemlich cooler Move ist und glaube ich für Instagram nochmal sehr wichtig ist. Instagram ist eh auf dem steigenden Ast immer noch und ich glaube, das ist wirklich ein sehr wichtiger Move. Vor allem für so Marketing-Heinis. Ja, aber auch so haben wir viele schon 2 Account. Aber für Marketing-Heinis ist das echt sehr, sehr gut, weil die mussten sonst immer mit 2 Telefonen rumrennen oder umständlich den Account wechseln, was ziemlich doof ist, weil dann bleibt ein Account irgendwann brach liegen, weil sie keinen Bock haben, auf 2 Accounts ständig hin und her zu switchen. Naja, und jetzt soll das gehen. Oder geht's schon? Und ich habe gesehen in der Instagram-App, kann man schon Kontos hinzufügen. Und das machen wir jetzt mal gemeinsam. So, ich hoffe, das geht jetzt hier. Ich muss mir unbedingt mal Software holen, dass ich den Bildschirm des Telefons aufnehmen kann, ohne das hier so umständlich mit der Kamera zu machen. So, Screencast Software. Wenn ihr da Empfehlungen habt, bitte gerne in die Kommentare. Und jetzt schauen wir Instagram an. Das hier mein Instagram-Account, mario_blivigo. Und wenn man jetzt einen zweiten Account hinzufügen möchte, hier oben auf Einstellungen runterscrollen und Konto hinzufügen. Da ist es, ganz nach unten scrollen, Konto hinzufügen. So, Nutzername. Ich mache das hier ein bisschen umständlich, deswegen bin ich gerade schnell gerade. Cookie. Vlog Dog. Das ist der Instagram-Account von Cookie. Und genau damit habe ich das Problem, was ich. Ich nehme das Telefon mal kurz weg, um das Passwort einzugeben. Und genau mit dem Account habe ich das Problem, was ich gerade beschrieben habe. Eigentlich würde ich den gerne ab und zu mal was posten, aber dieses Umzwitschen ist so umständlich, dass man es halt irgendwie nicht macht. Und dann liegt der Account brach. Und das ist eigentlich schade. So, da sind wir wieder. Passwort habe ich eingegeben und jetzt auf Öffnen. Ja, und das ist jetzt der Account von Cookie. Und zum Wechseln der Accounts einfach hier oben klicken. Hoch. Und dann sieht man die verschiedenen Accounts. Hier hätte man auch noch Konto hinzufügen klicken können. Ich weiß jetzt nicht, ob es vorhin schon da war, aber ich habe es nicht gesehen. Wie auch immer. Ich habe das ja selbst noch nicht ausprobiert. Zwischendurch habe ich hier noch den Account vom Usedom Magazin hinzugefügt. Ja, ich habe 3 Instagram-Accounts.
Aber ja, der liegt mir als brach, gerade wegen Rechtsstreitigkeiten. Ich hoffe, da können wir bald wieder was machen. Wie auch immer, also hier kann man dann wechseln. Ich wechsle mal wieder auf meinen Account. Ja, und dann so einfach geht's. Ziemlich coole Sache von Instagram, wie gesagt, und top. Das war's für heute, würde ich sagen. Ich schaue dann mal, was ich sonst aufgenommen habe. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Ich muss mir noch überlegen, was ich morgen mache. Ich habe keine Ahnung, was ich mit 2 Tagen frei anfange. Dann, wie immer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss.